Hallo und herzlich willkommen zum neuen Modo-Vlog auf unserem Kanal. Und ja Leute, heute haben wir ein bisschen eine größere Tour vor, nämlich wir fahren zum Motte, zum Cutter von mir, der jetzt das Video das letzte Video hat er nicht geschnitten, aber ich glaube, das schneidet er jetzt. Ich bin der Modi. Ich schneide dieses Video. So genug geredet. Ach ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Mega-Video und abonniert, wenn ihr cool seid. Und ja, dann würde ich mal sagen, also es ist ein bisschen eine längere Strecke. Da fahre ich so ungefähr, wie lang fahre ich da? 1,5 Stunden oder so und dann 1,5 Stunden wieder zurück, aber es ist schönes Wetter, ich bin motiviert und ja, deswegen haut's mal um und dann schauen wir, was sich so ergibt bis zu dem Moment. Also let's go! So Leute, ich hoffe man hört mich. Wir sind jetzt in, weil ich sogar Navi drin, Strannach. Oder auf der Straße Strannach, ich weiß es nicht. Ist aber eigentlich ein ziemlich geiler Weg, muss ich sagen, wenn man so sieht. Wenn man so schaut, hinten ist eigentlich ein ziemlich geiler Weg. Daneben höre ich einen Podcast von, also höre ich jeden Tag, ich weiß nicht, Digga, what the fuck? So, vielleicht kennen den Podcast, glaube ich halt, also ich denke schon, ja. Viele kennen den, das ist der Edeltalk vom Papa Platte, vom Reese. Aber ja, ich bin jetzt gerade noch am Fahren. Es sind noch 42 Kilometer steht. Es ist zwar noch ein Stückchen, aber es geht eigentlich klar. Und ja, kein Plan, aber ich freue mich schon auf Motte. Also, Ich bin schon hyped auf jeden Fall. So Leute. Alter. Holy shit. Holy shit, schaut das geil aus. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickey's on my neck shit, she's on the offensive. I do not know my set list. So, kurzer, schneller Wechsel, ja, Akkuwechsel sicher. Everything excessive, I think my brain's defective, yeah. Can't think when she's aggressive, yeah. She snuck into my section, yeah. You think I'd learn my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm... Oh my God. Oh my God, Digga. Oh my God, Digga. Servus. Guten Tag, mein Freund. Alter, mein Kreis tut weh. Ach ja, jetzt haben wir endlich, oder jetzt bin ich endlich da.
schauen, wo der Dude wohnt. Hallo? Hä? Und da fahrt sie immer hin und her, oder was? Ja. Wieder ein bisschen herchillen und ein bisschen zuschauen, weil ich brauche den Sprit noch, der muss bis um erreichen, mindestens. Die Kurven müssen schicken, wie ist denn da? Ja. Und da bin ich halt komplett gut. Super. Was nicht? Hast du Hunger? Nein, eigentlich, also stimmt, ich hab gar nichts mitgegessen, fällt mir gerade ein. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich. Ich würde es nicht, ihr könnt ja wohl fahren, ich stehe leider da ein bisschen, weil ich will ein bisschen Sprit sparen. Du weißt Bescheid. Was nicht? Sieht das aus, wenn ich dann um 3 oder so weg bin? Nein, das passt schon um 4 Jahre wieder. Weil dann, wenn ich um 3 wegfahre, bin ich dann um so 4:30 wahrscheinlich daheim oder so. Dann passt das eigentlich. Wie viel kam habe ich den Berg auf? Den Berg da 55 oder so, das ist eigentlich gegangen, aber dann hier hinten waren es leider mit 25 und so dauerhaft. Hä? Ja, Klippezell, das war Appelzach. Aber. Ja, war voll geil, voll Biker gesehen und so. Aber die Fahrt war echt geil, aber es wird bergab jetzt geiler dann, weil da geht's ja dann. Also wenn ich ganz oben bin, Klippezell, dann wird's geil, weil dann geht's ja nur mehr runter. Und das wird dann richtig lustig, aber. Ja, da geht's jetzt dann ein bisschen runter und dann, aber ich weiß nicht, ob es steiler ist als hinten. Weißt du das? Ist hinten steiler? Also bei Klippezell, wenn ich auffahre, war ich. Ist halt, ja, ungewohnt, wenn man es das erste Mal oben hat, weil man immer nach oben schauen will, aber jetzt bin ich es eigentlich gewohnt, nach unten zu schauen, so. Geht voll klar. Ja. Aber viel hätte man nicht machen können. Ach ja. Also, ja, stimmt, das habe ich noch immer da hängen.
Der allerechte Grenzgänger, Alter. Hast du einen anderen Schalthebel? Weil das ist eigentlich schon ziemlich geil, weil das einmal, weil das auffällt zwischen den Schwarz. Ach so, den hast du jetzt schon so gekauft, okay, okay. Ja. umsonst habe ich das nicht gemacht. Ja, ich muss jetzt leider fahren, ja. Ja. Ja, ich werde dann auch fahren. Dann sieh herum. Mann, herzig. Ja. Komm, Mote, ich sag's da. Dann fahren wir wieder. Aber es sind echt voll die korrekten, also zuerst mal der Mote und der Alex, übelst korrekt, die von denen die Mutter auch, absolut korrekt. Sena werde ich einschalten müssen, genau. Also echt ganz liebe Leute. Und ja, boah, Digga, da ist ein riesiges Windradl oder wie man das nennt. Ist eigentlich eine geile Aussicht, hat mir getaugt, eine Runde zu fahren oder dahin zu fahren. Aber ich werde das sicherlich doch einmal machen, dass ich zu jemandem, zu einem random Zuschauer haben vor. Das ist, glaube ich, das hat jetzt, glaube ich, gereicht. Aber es war echt ein nicer Ausflug. Holy shit, Digga, ist die fette Brücke. Das schaut sie, wahrscheinlich schaut das so absolut scheiße aus auf der Kamera. Holy shit! So, Leute. Wir sind jetzt am Klippitzdörl wieder oben. Und ja. Also mit 20er fahre ich da gerne nochmal, weil das ist richtig geil. Obwohl ich will gar nicht zu viel sagen, nicht, dass auf einmal ich doch nochmal so fahre. Besser ist das. So, Leute. Wir sind jetzt wieder in Althofen, Gott sei Dank. War ein bisschen eine Weltreise, Keiter. Aber ich gehe jetzt noch tanken. Und dann passiert eigentlich eh heute nichts mehr. Das war's dann eigentlich. So vom heutigen Tag. Ja. Motte, Ehrenmann, wie gesagt, alle ganz lieb, alle ganz nett. Die Bikerfahrer sind auch übelst korrekt, die da vorbeifahren, die grüßen die trotzdem, obwohl du Mopedfahrer bist, grüßen die trotzdem. Das finde ich nice. Da sind alles gefühlt Arschlöcher irgendwie, könnte man so sagen. Ja. Ja, Leute, das, dann würde ich sagen, wer ist denn das, Alter? War's mit dem Video? Gebt einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, ja genau, Abo da, Abo, Like und dann sehen wir uns im nächsten Video.